Computertechnologie ist heute ja schon ganz schön ausgereift. Könnt ihr euch vorstellen, dass der kleinste Chip circa 100 Mal und mehr in dieses Reiskorn reinpasst? Ja, jetzt kommt der Quantencomputer. Und der kann nicht nur 0 und 1 berechnen wie ein normaler Computer, nee, der kann sogar beides. Und ich frage mich, ist das dann auch was die Bank später benutzen kann? Ich kenne jemanden, der kann mir mehr dazu sagen. Und weil wir ja momentan nicht reisen können, nehme ich mein digitales Ich und schicke es ihm einfach zu. Ich habe gehört, du bist der Spezialist, der absolute Profi im Bereich Quantencomputer. Kann man sagen, du bist ein Nerd? Ja, man kann sagen, das Thema macht mir Spaß, das, was ich studiert habe. Also ich habe Physik studiert und ich kann jetzt auch in meiner Firma mit dem Thema beschäftigt sein. Das ist schon mal gut, da bin ich bei dir an der richtigen Adresse. Meine Frage ist, wo ist denn der Unterschied zwischen einem normalen Computer oder Supercomputer zu einem Quantencomputer? Ja, Quantencomputer nutzen ein ganz anderes Hardware, die sogenannte Qubit. Diese Qubits folgen die Regeln von Quantenmechanik und damit kann man besondere Arten von Problemen ganz anders lösen. Kannst du mir denn jetzt konkret so ein Beispiel vorstellen? Ja, so ein Beispiel könnte sein, du willst jetzt verschiedene Filialen von Deutsche Bank besuchen und du willst die schnellste Route finden. Also die 4 Stück habe ich jetzt zugeschickt bekommen. Naja, sind alle in München, so lange kann das nicht dauern. Ich gebe das jetzt mal ein und dann suche ich mir die Plätze. So, die Leopoldstraße 53. Ich komme raus bei 2 Stunden, 11 Minuten und 35,7 Kilometer. Super, das klingt schon schnell an. Du hast jetzt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten nacheinander probiert und dann die beste gefunden. Ich gebe jetzt auch hier die gleichen 4 Filialen in meine Simulation. Wir schauen, was jetzt passiert. Wir simulieren jetzt, was ein Quantencomputer macht. So, man kann in einem Quantencomputer eine Superposition von allen Möglichkeiten vorbereiten. So, ich habe alle meine Antworten gleichzeitig im System, so nicht eine nacheinander. Und man sieht hier die Wahrscheinlichkeit von allen möglichen Antworten. Und dann, ich repräsentiere meine Distanzen als Energie in meinem System. Und das System findet die niedrigste Energie, das heißt die beste Lösung für mein Problem. Und man sieht hier, dass am Ende nur eine Lösung möglich bleibt, das ist die bessere Lösung. Was hat denn der Quantencomputer jetzt berechnet in unserem Fall? In unserem Fall hat der Quantencomputer dann eine Zeit von knapp unter 2 Stunden gefunden. Respekt, dann ist er besser als ich. Wie lange hat er jetzt dafür gebraucht, Alessandro? Die Simulation hat jetzt ein paar Sekunden gebraucht, weil ich wollte auch die ganze Dynamik zeigen. Aber einen echten Quantencomputer würde vielleicht eine Millisekunde brauchen. Ich war ja am Anfang optimistisch, aber mit meinen 7 Minuten, das ist außer Konkurrenz. Mit 10 Filialen hat man schon mehr als 1 Million Möglichkeiten, mit 15 Filialen 1000 Milliarden. Und irgendwann dauert das zu lang, mit klassischen Rechnern alle Möglichkeiten nacheinander zu berechnen und zu vergleichen. Mit einem Quantencomputer kann man alle diese Möglichkeiten auf einmal vergleichen. Wofür könnte denn die Finanzbranche einen Quantencomputer einsetzen? Man kann auch mehr futuristische Anwendungen denken, wie Vorhersagen von Finanzkrisen. Das wäre auch eine mögliche Anwendung. Ah. Das klingt aber interessant. Ja, das heißt, der Quantencomputer könnte mir schon Signale senden, wo er sagt, Achtung, jetzt wird es gefährlich. Ja, man könnte die Evolution von Finanznetzwerken simulieren und berechnen und dann gucken, okay, was passiert, wenn jetzt meine Rohstoffe oder meine Assets Wert verlieren? Ja. Was sind die Folgen auf Banken, auf Länder, auf Investitoren? Man kann verschiedene dann Szenarien berechnen und dann wahrscheinlich vielleicht eine Krise dann vorhersagen.